Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Arena. Wir sind hier in der Krypta der Herzen, aber unsere Ressourcen gehen zur Neige. Das heißt, wir müssen die Flucht ergreifen und irgendwie einen Weg wieder hierhin finden. Obwohl, ich hoffe, hier ist irgendwo so ein Weg dahin. Dann suchen wir den mal. Oh nein! Ausgerechnet jetzt ist das mit dem Fliegen wieder vorbei. Hier keine Tür. Ist keine Geheimtür. Das heißt, wir müssen den ganzen Weg nach Norden wieder zurück. Oder ich hoffe zumindest, hier ist irgendwo eine. Ja! Danke, Hundis. Danke, dass ihr mir den Weg gezeigt habt. Der ist gleich auch broken, ich sehe schon. Wer weiß, vielleicht finden wir den Stab jetzt sogar noch. Aber wir müssen die Flucht ergreifen. Denn wir haben nicht mehr allzu viele Heiltränke. Warte mal. Könnte auch sein, dass es in dem Raum ist. Oder auch nicht. Nur so ein Drecks-Homunculus, oder wie der heißt. Dwarvenhelm. Ah, können wir nicht mitnehmen. Nee, keine geheime Tür. Hier auch keine? Doch, ich bin direkt davor. Nein! Gleich zwei Homunkuli. Schnell wieder Shielding. Noch funktioniert der. Noch ist das ein Segen, dass der funktioniert. Ich habe so das Gefühl, hier kommen wir nicht weiter. Nein! Aber das heißt, ich muss den Weg wieder zurück hier rum und dann hier irgendwie den Weg suchen. Aber wir müssen die Flucht ergreifen, aktuell. Warte mal. Nein, nicht. Genau das wollte ich. Zum Glück sind wir noch nicht diseased. Also verflucht, beziehungsweise hier irgendeine andere Krankheit oder so. Das heißt, bis jetzt könnten wir den Weg nach Hause überleben. Was heißt nach Hause? Wir haben hier kein offizielles Nachhause. Kann auch sein, dass es... Jetzt sind wir diseased. Ich will jetzt noch nicht riskieren, hier vorzeitig drauf zu gehen. Gehe ich hier jetzt nach Süden. Ah, dieses Gedonnere. Ich war echt froh, dass das in den letzten beiden Folgen nicht vorkam. So, jetzt hier Richtung Süden, ganz schnell. So, jetzt, wenn wir hier sind, versuchen wir es mal, den ganzen Weg nach Norden durchzugehen.
So, kurz mal wieder heilen. Vielleicht auch nochmal Shielding. Ja, genau. Mach mich kaputt. Mach mich kaputt. So, nochmal. Shielding. Noch ist der nicht kaputt. Hier machen wir nochmal ein Safe Game auf die 4. Falls wir drauf gehen sollten. So, immer noch weiter geradeaus. Ach nee. Ja, wir gehen drauf. Wir gehen wieder drauf gleich. Gleich drei Stück von denen. Toll. Nein! So. Healing. Dass der Ring hier jetzt auch noch kaputt ist. Wie viel Pech kann man jetzt denn haben, ey? Alles kaputt. Und da vorne führt kein Weg durch. Nein. Also müssen wir durch die Tür. Ah, okay. Die Tür hätten wir gehen können. War ja eine Geheimtür. Ja, die Spinnen habe ich kein Problem mit. Mittlerweile. Auch wenn da schon viele sind, die hier rumlaufen. Das heißt hier rum. Ja, ich gehe jetzt gleich links. Bis hierhin. Das schaffen wir. Das müssten wir schaffen. Hoffe, wir überleben das, bis wir zu Hause sind. Ach, hier war die Tür. Vielleicht noch mal kurz heilen. Wie viele Heiltränke haben wir denn? Unter 20 wahrscheinlich. Genau 20 haben. Ne, 18. 18 haben wir. Das könnte knapp werden. Das könnte sehr, sehr knapp werden, bis wir zu Hause ankommen. So, nochmal ein Safe Game auf die 4. Ja. So, jetzt zu überlegen. Genau. Und hier so rum, da durch, geradeaus durch. Okay. Das werden wir schaffen. Wir bräuchten dann nur nochmal den hier. Hier nicht eine Tür? Ach ne, hier war keine Tür. Na komm. Ah, ich wollte schon sagen, hängen wir da jetzt fest, oder? So, jetzt geradeaus durch. Rechts und dann sofort links. Ich habe keine Zeit für euch.
Aus dem Weg! Wo waren. Hier war der Ausgang. Dann machen wir hier nochmal ein Safe Game auf die 4. Und dann. Wir sind in High Rock. Was wäre der nächste von hier? Evermore. 2 Tage. Ich hoffe, das überleben wir. Wir haben aber zum Glück ein Safe Game gemacht. Ja. Als wir drauf gehen, können wir nochmal dahin reisen. Okay. Jetzt erstmal ganz schnell eine Taverne finden. Das ist keine Taverne. Wir werden gleich so oder so attackiert. Weil es mitten in der Nacht ist schon wieder. Bin ich jetzt hier? Habe ich hier vielleicht welche markiert gehabt? Dancing Golem, genau da. Links. Dieten sind nicht so schlimm. 48 Gold. Der hat 25 Gold. Die nehme ich wohl gerne an. Ja, wir haben es geschafft. So. Ja, get a room, danke schön. Single. Ein Tag würde reichen, danke schön. Ja, nehmen wir. So, was sagt die Uhr? 3 Uhr? Okay, 5 Stunden können wir pennen. Wir machen aber 6 draus. Erst einmal hier einen Laden, den wir erstmal alles verkaufen können. Ja, jetzt funktioniert. Sorry, muss eben einen Schluck trinken. Einen Moment. So. Dann können wir erstmal alles verkaufen, was wir hier haben. Den hier war nur 10, immerhin. $375 geht auch klar. $435, die wurden immer mit mehr wert. So, jetzt die Longsword. Die sind meistens sehr viel wert, wenn die verzaubert sind. Obwohl diese hier eher weniger. Die waren nicht so wert. Der ist aber was wert. So, dann hier den Mark. Den hier noch. Immerhin sind wir schon wieder bei 52.000. Das heißt, wir könnten uns eigentlich den nächsten Teil der Ebenerzrüstung holen. So, wir haben hier noch irgendwo was. Da, Bracelet. Die Bracelet sollten wir vielleicht weniger mitnehmen. Stattdessen eher die Bracelets.
Okay. Der war schon was wert. Der ist aber auch ordentlich was wert. Hier dann der Torb noch. Und den Amulett. Sonst müssten wir jetzt nichts mehr haben. Aber wir müssen noch die Sachen hier reparieren. Okay. Ja. Mal schauen, wie viel wir jetzt hier als Reparatur an Geld verlieren. Also für die Reparatur an Geld verlieren. Okay, bisher ist nur eine Sache, die repariert werden muss. Zwei. Drei Sachen. So, was damit? Ja, okay, der auch. Hier. Eine können wir noch bei ihm reparieren. Mehr wird er nicht reparieren können. Dann werden wir hier das nächste reparieren. So. Wo waren wir? Genau hier müssen wir. Ich weiß nicht, wann ich den benutzt habe, aber der muss auch repariert werden, alles klar. Der muss auch repariert werden, obwohl ich ihn nicht genutzt habe, okay. Der muss definitiv repariert werden. Und der muss definitiv repariert werden, ja. Okay, der braucht nicht. Der Welt auch nicht. Gut. Der hier auch nicht. Gut. Aber der. Okay. Braucht nichts repariert zu werden. Brauchen wir jetzt einen Tempel eben? Hallo, irgendjemand mal stehen bleiben. Du, genau. Sag mal, wo ist der nächste Tempel? West of here. Okay. Ein bisschen in diese Richtung. Hier ist eine Sackgasse. Ah, da sehe ich den schon. Gehen wir uns einmal kurz heilen. So, Cure, genau. Sie ist 776. Aber immerhin sind wir geheilt. Wie viel Geld haben wir noch? Wir sind jetzt bei genau 50.000 Gold. Aber wir müssen ja noch Heilmittel wieder kaufen. Das heißt, wir sind gleich wieder unter dieser 50.000. Und für die Schulterteile... Okay, Schulterteile von Ebenerz bräuchten wir nur 31.500. Beziehungsweise 32.000. So, wo haben wir die Magiergilde? Ich glaube, das ist sie. Das könnte sie sein. Osten.
Können wir uns da das Proviant wieder neu holen? Ja, das sieht ganz klar nach der Magiergilde aus. Nee, ist ein Tempel. Okay, wo könnte dann die Magiergilde sein? Das hier? Ja, Süden. Aber wir werden gleich wieder fast 100, also beziehungsweise wir werden fast 1000, ne. Was ist denn gerade mit meiner Kopfrechnung? Also wir werden gleich wieder fast 5000 Gold verlieren. Wegen den Heiltränken. Wie viel brauchen wir jetzt genau? Wie viel haben wir an Heiltränke? 18, also brauchen wir 82 Potions wieder mal. So, Healing da. Ja. 8, 2. 4100. Okay, ja. Genau. So, und jetzt haben wir 45.000. Wir könnten uns jetzt eigentlich trotzdem eines der Schulterteile holen, beziehungsweise in 10 Tagen. Der nächste wäre der linke Schulterstück in Windhelm, Skyrim. Unearthed Sundries oder so ähnlich müsste das sein. So, jetzt suchen wir mal, wo hatten wir die nochmal gelassen gehabt? Hier Dancing Golem. Das heißt ein kleines bisschen nach Norden und dann nach Westen. Dann suchen wir da in der Nähe die Kneipe nochmal. Rennen da 10 Tage durch, holen unsere Sachen ab. Dann fahren wir eben ganz schnell, ganz kurz nach Windhelm. Suchen den Laden, wo wir unser Schulterstück da aus Ebenerz holen können. Genau, da ist die Kneipe. Also, jetzt gehe ich nach hinten rum. Super. So, achso, wir können kein Zimmer holen. Dann pennen wir hier erst einmal. Mal schauen, was der sagt bei 24. 17 Stunden, okay. So, was sagt die Uhr? 16. Aber wir müssen aber erst einmal nochmal für 10 Tage Zimmer mieten. Wo ist, da ist er. So, get a room. 10 Tage, genau. Single wird reichen. 10, ja. Gold hier nimmt und so, dann wollen wir aber da 240 300 220 Stunden mal machen und schauen wir mal, wie spät es ist. 7:22 Uhr. Okay, noch mal eine Stunde, dann haben wir es. 8 Uhr. So. Holen wir unsere Sachen jetzt ab.
So, der müsste auch schon langsam fertig sein damit. Super, und genau. Status. Ah, okay. Dann würde ich sagen, wir gehen noch mal eine Stunde pennen. Wenn der noch 100 Jahre braucht. So, Camp vorbei. Oder komm, wir sagen 2. Dann sind die safe fertig damit. Wir müssten die jetzt safe fertig sein. Aber da kommen die dran vorbei. Jetzt ist er soweit. Jo, abstellen. Nein, nicht Stil. Was sollte das denn jetzt? Was war das denn jetzt? Warum habe ich auf Stil gemacht? Warte, hat er noch was? Habe ich jetzt meine Sachen wieder? Wir alle wieder. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Na, ja, aber ich sag, was war das jetzt? Warum hab ich. Hä? Warum auf Stil? Wenn das Skyrim gewesen wäre, also Elder Scrolls 5. Dann klar, hätte ich gerne bestohlen, aber hier in Arena, das ist mir zu unsicher. Da bin ich lieber ein richtiger Krieger. Oh, jo. Letzte. So, ziehen wir das auch noch mal an. Genau, zieht das aus. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir uns auf den Weg nach Windhelm, holen uns noch ein Ebenerz-Schulterstück, den linken Schulterstück, und dann machen wir uns noch einmal auf den Weg in die Krypta der Herzen. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus, und ciao!